Nein, ich bin Tausendschön und ich nehme euch auf gar keinen Fall. Unverschämtheit. Also sowas ist mir wirklich noch nie passiert. Das melde ich dem Kaiser. So, und zu euch. Was habt ihr unserer Schule vorgesetzt? Nichts als mich selbst. Ist das nicht ein bisschen wenig? Das ist ja der hässlichste von allen. Wie der aussieht. Mit diesem hässlichen Kind. Wie ein Vogel. Kein Wunder, dass der Drosselbart hat. Also Papa, so eine hässliche Kanaille muss ich doch nicht wirklich nehmen. So, den nimmst du also auch nicht. Was fällt dir eigentlich ein, meine Gäste auszulachen? Findest du es schön, ausgelacht zu werden? Aber das ist mir jetzt auch egal. Jahrelang habe ich mir deine Laune bieten lassen. Jetzt ist Schluss. Wir haben dir doch immer alles gegeben, was man mit Geld kaufen kann. Und jetzt bist du so undankbar. Schluss, aus, Ende der Vorstellung. Du nimmst jetzt den nächsten Bettler, der zur Tür reinkommt. Und da wirst du ja sehen, wie weit du mit deiner Laune kommst. Niemals heirate ich einen Bettler. Doch, jetzt wird einmal gemacht, was ich sage. Aber Flori... Nichts, Flori. So, den nimmst du. Dankeschön.